Die Industriekschaft, das Quiz auf drei Rädern, wird Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Ja, grüß Gott, hallo. Gott, hallo. Sag mal so, Frage, kannst du gerne essen? Sehr gern. Ich hätte da ein super Angebot für dich. 4 Fragen, 40 Euro, Vorarlberg Ist-Gutschein. Oh, das probieren wir aus. Ah, und zwar haben wir die erste und einzige Quiz-Rikscha in Vorarlberg dabei. Okay. Schaut gemütlich aus, gell? Weiß nicht, ob wir Platz haben, dort haben wir. Das probieren wir. Das probieren wir mal aus, he? So, jetzt haben wir den Hund auch noch dabei. Ja, der Hund fühlt sich eh halbwegs wohl. Ja, jetzt waren wir ganz ruhig. Ich bin übrigens der Martin. Der Josef Kohler. Josef, grüß dich. Ja, servus. So, wie gesagt, 4 Fragen, jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Hätte ich auch dabei, das ist nicht ganz so schwer. Legen wir nochmal ab ins Vorarlberg. Der Lühner See liegt am Ende von welchem Tal? Mutterfuhr, Klostertal oder Brandnertal? Oh, die Diskussion habe ich gestern mit der Schwester gehabt. Das also, ist im Brandnertal. Das ist? Im Brandnertal. Brandnertal ist natürlich richtig, ja. Ja, Brandnertal. Kennt sich auch noch aus, ist super. So, was habe ich noch für eine Frage? Wie heißt eigentlich der Hund? Malu. Malu. Malu ist er, gell? Malu. Ja. Ja, ein bisschen nervös ist schon noch. Ja, ja. So, Frage: Wer hat denn eigentlich der Film Der Atem des Himmels geschrieben und inszeniert? Ist das der Michael Köhlmeier, der Reinhold Bilger oder der Stefan Vögel? Der Atem des Himmels. Ja, also ich kenne jetzt als Filmproduzent kenne jetzt nur der Bilgeri. Der Vögel ist eher ein Kabarettist. Ich hätte gesehen, der Bilgeri. Reinhold Bilgeri? Hätte ich jetzt gesehen. Reinhold Bilgeri ist richtig, hat okay, sowohl den Roman geschrieben, ist Produzent und Regisseur von dem Film. Okay, ah, super. Hm? Jetzt hätte ich für dich dabei ein Dialektwort. Und zwar, wenn dir das gerade vorher geht, darf, das habe ich da aufgeschrieben, dass du es lesen kannst schon. Jetzt hätte ich gerne gewusst, was ist denn eigentlich ein Bliwis? Das ist ein Bregenzer Wälder Ausdruck. Auch da habe ich drei Antwortmöglichkeiten. Ist das ein Thermometer? Ist das ein Besenstiel? Oder ist das ein Bleistift? Ein Bliwis. Was könnte das sein? Ja gut, da muss ich jetzt raten. Thermometer, Besenstiel oder ein Bleistift? Ich hätte jetzt gesagt Bleistift. Am ersten ist Bleistift. Was siehst du? Bleistift hätte ich jetzt gesehen. Mir ist der Bleistift. Aber es ist jetzt geratet. Aber es ist richtig geratet. Ah, super. Bleiwies ist im Bregenzer Wald drin. Sagen Sie dem einen Bleistift. Ja. Okay, super. So, zu einer Frage von der Vorarlberger Industrie, weil wir eine Partnerschaft mit der Wirtschaftskammer Sparte Industrie haben. Mhm. Ist vielleicht auch zum Raten die Frage, wie viele Lehrlinge beschäftigt denn deiner Meinung nach circa die Vorarlberger Industrie? Sind es ca. 600, ca. 1600 oder ca. 2600? Also komplett, oder? Komplett die Vorarlberger Industrie. 600, 1600 oder also, 2600? Also wir sind ungefähr 300, 400.000 Einwohner. Ja, dann nehme ich schon 2600. 2600 in der Industrie? Ach so, ja. Ja, Industrie. Das Gewerbe, Handwerk ja. Und so ist nicht dabei. Was ist das kleinste? 600, 1600, 2000. Nein, 600 ist zu wenig. 600. Ja, jetzt muss ich dann leider einen abziehen, weil es wären 1600. Okay, ja. Okay, ja, passt, ja. Nein, das hätte ich auch noch raten müssen. Ja, ist ja frisch. Kann man wissen, was man. Weißt du, man aber raten muss. Mhm. Ja, wunderbar, nochmal 30 Euro. Ja, Halleluja. Vor allem, wenn ist gut, schön, die kriegst du jetzt auch gleich. Mhm. Ja, du, ja, ja. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Ja, Josef, so. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft, der Zettel gibt es noch wieder zurück. Das ist mir wieder gehen, ja. Ja, Malu hat uns inzwischen verloren, oder? Sie ist sich beruhigen. Ja, ja, der. Strenge Fahrt. Schau, hier haben Sie gleich die Gutscheine dabei. Die Lehrlinge muss ich leider abziehen. Das passt schon. Bleiben 30 Euro für Vorarlberg ist. Und das ist überall, oder? Ja, da gibt es viele Partner im Vorarlberg, also sehr viele Restaurants sind da dabei. Spazieren geht, ist orientiert heute. Ja, schau. Sag mal vielen Dank. Guten Tag, gell? Ja. Lass das gut gehen. Das mache ich ganz sicher. Dankeschön. Schau gerne miteinander. Die Industriekschau, das Quiz auf drei Rädern, wurde Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg.